Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Stream. Ne, Video, Entschuldigung, ich bin so im Stream drin. Und zwar geht es diesmal um den Ton von der Capture-Karte. Also ich habe die Logi, ach Quatsch, die Avamedia Live Gamer 4K 2.1, das ist die Abkürzung GC 757, glaube ich. Nee. 575, so war das in etwa. Und in letzter Zeit ist es ja so, dass der Ton irgendwie seit dem vorletzten OBS-Update in OBS irgendwie verzögert ist. Mein Stream, also meine Community hat gesagt, das ist schon seit ein paar Tagen so. Aber für mich war es nicht hörbar. Für mich war hier alles noch synchron. Für den Stream nicht. Und jetzt ist es für mich selbst hier drin. Selbst für mich asynchron. Jetzt nicht mehr. Ich habe es ja geändert, aber ich mache es nochmal rückgängig, damit ihr das hören könnt. So, direkt. Okay. Und aus. Aus. Aber Media aus, HDMI aus, Alertbox kann anbleiben, Mixer aus. So, jetzt habe ich alles so. Achso, ich muss. Entschuldigung. Habe ich hier noch was an? Ach, ich habe den Mixer noch an. Quit. So. Entschuldigung. Jetzt hört das. Und ihr merkt, dass es asynchron ist. Es funktioniert nicht. Wie kriegen wir das jetzt hin? Ich habe von Avamedia, ich muss mal gerade gucken, wo habe ich es? Deutsche Übersetzung, deutsche Übersetzung. Da haben wir es. Habe ich was bekommen? Das habe ich mal mit dem Translator ins Deutsche übersetzt. Ist nicht hundertprozentig. Hier sind immer noch ein paar kleine Fehler mit bei. Aber das werde ich euch zur Verfügung stellen zum Download. Weil irgendwie gibt es davon, glaube ich, nur eine englische Version. Steht auch da oben englische Version. Also noch gibt es keine deutsche Version, so wie es aussieht. Aber ich stelle es euch gerne zur Verfügung. Und jetzt gibt es halt drei Möglichkeiten. Also ich habe eine von Avamedia bekommen, habe mir selbst noch zwei Möglichkeiten erarbeitet. Und die wollen wir jetzt komplett durchgehen. Wir gehen erst die Avamedia durch, dann die anderen beiden, die ich habe. So, für die Avamedia-Möglichkeit, Textdokument stelle ich euch zur Verfügung. Also kommt immer darauf an, welche Capture-Karte ihr habt, da ist es leicht anders. So, geht ihr dann hier einfach unten, dann Doppelklick auf die Avamedia. Scrollt hier ganz nach unten und sagt keine Aufnahme. So, damit haben wir das jetzt stumm. Kein Ton mehr. Dann macht ihr ein neues Gerät. Da passt auf. Es ist zwar ein Audio-Ausgang, was ihr hören wollt. Ihr müsst aber bei Audio auf Mikrofon gehen. Ganz wichtig. Ja, Audio, Aufnahme, nicht Ausgabe. Es ist ein bisschen verwirrend, ja, ich weiß, aber nicht Wiedergabe, sondern Aufnahme. Ganz wichtig. Ich nenne das einfach mal Test. So, das löschen wir nämlich gleich wieder. Und dann kommt er ja zu diesem Feld und da drückt ihr und dann nimmt ihr die HDMI in Klammern Live Gamer 4K 2.1 Audio, bei mir. Bei euch müsstet dann halt entsprechend, müsst ihr der Beschreibung gucken, steht denn eure Capture-Karte drin. Ja? Aber wir brauchen das jetzt nicht mehr. Ich kann das auch schon wieder geschwind löschen. So, ich habe es ja schon erstellt und habe mir das hierhin gemacht. Hier seht ihr auch, dass da ein Mikrofonsymbol und kein Lautsprecher ist. Da drücken wir drauf. Seht ihr das? Da kann man dann halt wählen. Ganz Standard. So.
Ich mache das jetzt aber mal an vom Ton her. Ich habe es nämlich aus. Zack. Und schon ist es an. Nicht wundern, dass hier jetzt kein Ton angezeigt wird. Das ist, weil ich Turtle Beach nicht als Standardgerät gerade aktiviert, also hier Turtle Beach als Standard habe, aber das jetzt gerade gar nicht aktiviert ist. Dafür müsste ich dann erstmal in den System Audio-Einstellungen sagen, Turtle Beach, Turtle Beach, Turtle Beach, Turtle Beach, Turtle Beach. Wo haben wir denn jetzt wieder? Ach, hier oben. So. Jetzt habe ich Turtle Beach als Audioquelle eingestellt. Jetzt hören wir hier im Spiel, also in der Aufnahme zwar nichts, aber ihr seht unten, dass der Balken sich bewegt. Und das ist ja die Hauptsache. Nur zur Erklärung, warum wir jetzt Ton hören, aber unten da kein Ausschlag ist. So, dann können wir das zurück machen. Das ist die Möglichkeit, wie Avamedia sagt, wie es geht. Geht auch ganz gut. Ja? Ihr müsst halt nur dran denken, bei der Avamedia halt, bei der Capture-Karte ganz unten halt zu sagen, nur Aufnahme. Und bei dem HDMI Avamedia habe ich es genannt. Erweiterte Audio-Optionen, dann machen wir uns das Feld mal groß. Ja. Ich muss auch mal die Tonspuren ändern, ich habe hier noch alle so. So, und dann haben wir hier die Avamedia. So, das Monitoring aus. Und HDMI ist hier. HDMI Audio, also HDMI Avamedia. Da müsst ihr sagen, Monitoring und Ausgabe ist ganz wichtig. Monitoring ist, dass der Zuschauer es hört und Aufnahme, dass ihr es auch hört. Ja, also wenn wir jetzt hier ändern würden, ja, Monitoring aus. Ja, warte mal, wo ist er? Da. Ja. Dann hören die Zuschauer es noch, aber ihr nicht. Und wenn wir sagen, aber Monitoring und Ausgabe, also Monitoring Zuschauer, Ausgabe ich. Haben wir Ton. Das ist die Möglichkeit von Avamedia. Geht ganz gut. Die Audioqualität ist auch sehr gut. Jetzt kommen wir zu den Bandmöglichkeiten, die ich habe. Wir machen dafür erstmal wieder das Stumm. So, achso, Mixer 2 muss ich dann nochmal löschen hier oben. So. Dafür geht ihr unten auf euer Windows-Zeichen, drückt Rechtsklick. Ach nee, Quatsch, findet man ja hier so nicht mehr. Geht einfach auf die Lupe, gibt ein Systemsteuerung. Ja, Systemsteuerung, dann sollte das auch schon auftauchen. Dann kommt ihr in dieses alte, in die alte Oberfläche wie von Windows XP und so weiter, Vista und Windows 7 und so. Und dann geht ihr auch hier auf Hardware und Sound. Dann Geräte und Drucker. Nein. Sound. Entschuldigung. Sound müssen wir. Dann können wir das Fenster auch schon schließen. Und dann geht ihr auf Aufnahme und dann scrollt ihr. Und hier haben wir schon gleich die Live Gamer 4K. Und wenn wir jetzt hier was machen, seht ihr, hier ist ein Ausschlag. Wenn wir da Doppelklick drauf machen, Pegel ist 100%. Gehen wir auf Abhören, sagen wir möchten das Gerät abhören auf Standard. Also ihr könnt natürlich Turtle Beach oder euer Headset eintragen. Ich habe es auf Standard, wenn mal was ist, dass ich dann halt überprüfen kann. Oder halt immer wie es, oh, ich habe mein Standard-Audio-Gerät nicht geändert, weil ich das hier höre am Monitor oder halt über meine Boxen. Aber hier kommt nichts. Ja, weil alles bei mir auf Standard eingestellt ist. So, und dann übernehmen wir das mal. Dann hört sich das so an. Auch synchron. So. Und, aber ihr seht ja, hier ist nichts. Ja, dann müssen wir jetzt hier einfach mal
Weil wie gesagt, es ist ja auf Standardgerät. Aber ich dachte, ach Quatsch. Eigenschaften. Und dann gehen wir jetzt hier einfach mal den Realtek an. Realtek ist ja gerade Standard, das ist meine Boxen. Und schon seht ihr, der Ausschlag ist da, es funktioniert. So, dann ändern wir das aber gleich mal wieder zurück. Eigenschaften. Turtlebeat, Turtlebeat, Turtlebeat. So, dann hätte ich das halt auf den Stream habe. Ja? Funktioniert einwandfrei. Jetzt können wir, kommen wir zur dritten Möglichkeit. So. Abhören, ausschalten, übernehmen. Yep. Okay. Und ihr hört, jetzt ist wieder nichts da. Für die dritte Möglichkeit braucht ihr das Programm von Logitech, was sie jetzt vor kurzem rausgeschmissen haben. Mixline nennt sich das. Das ist hier dieses Icon. So. Wo ist das? OBS. So, wir machen mal kurz hier alles weg. So. Damit könnt ihr mehrere... Also das Programm ist an sich geil, aber ein paar Einstellungen fehlen noch. Damit könnt ihr mehrere Eingänge an Ausgänge weitergeben. Oder mehrere Eingänge an einen Ausgang. Also mehrere Soundquellen könnt ihr praktisch hier... Ihr könnt auch... Ich habe jetzt hier kein Spotify installiert, sonst würde hier Spotify auch stehen. Könnt ihr auch Spotify nehmen. Oder wir nehmen jetzt einfach mal Google. So, dann mache ich mir mal kurz... Google, YouTube. So. Machen wir mal mein Video hier auf. So. Damit ihr seht, dass das doch mein Video ist. So. Ich habe aber gerade keinen Ton. So, und jetzt machen wir mal ins obere Fenster. So. Sound. Realtek. Ja, Sound ist da. So. Ich habe nochmal schnell was geändert. Also... den, jetzt habe ich den Mixer ausgemacht. Ich musste beim Mixer was einstellen, so deaktivieren, ja, weil ich mache mal das Video an. Wie ihr seht, ihr hört nichts, weil das kommt jetzt hier drüber. Wenn ich das jetzt hier rausnehme, remove. Stuhl stelle, wir wollen nicht von oben reingucken. Jetzt hört ihr Ton. Und wenn ich jetzt hier wieder sage, zack, dann wird das Gerät, was ihr da reinmacht, automatisch gestummt für alle eure Geräte. Also ihr hört auf Lautsprecher nicht mehr, auf Kopfhörern gar nichts. Es ist denn nur hier drin und ihr seht, dass da ein Ausschlag ist. Und wenn wir dann halt sagen, wir möchten es zum Realtek. Warte, ich muss hier noch und ihr guckt schon mal drauf. Wir wollen das aber erstmal wegmachen. Nur damit ihr das Prinzip dahinter versteht. So. Und ihr seht, ihr hört ja hier nichts. Jetzt macht ihr einfach Live-Gamer dahin. Und wir hören Ton. Das können wir hier auch mal rausnehmen. Move. So, und wir machen das, hoppala, wir machen das auch mal zum Turtle Beach. Damit ihr seht, hier unten ist ein Ausschlag. Wenn ich das jetzt vom Turtle Beach wieder wegmache, hören wir zwar was noch, aber hier im Turtle Beach kein Ausschlag. Damit könnt ihr dann halt ein bisschen rummachen. Könnt ihr auch halt zum Beispiel zusätzlich... Wollte ich mehr reinmachen. Ja. T-Shirt ging dann noch. Habe mich dann dafür umentschieden, weil ich habe ja schon ihr, einige... Spiel ist immer noch da. Und ihr könnt dann halt separat hier auch die Audioeinstellung machen. Ganz leise im Hintergrund. Oder das Spiel halt ein bisschen leiser machen. Das ein bisschen lauter.
gleich alles, was ich wollte, zack, 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 in den Warenkorb gepackt. Einmal ein paar Hosen konnte ich Gott sei Dank drin gehabt. So, was stumm machen. Und so funktioniert das. Nur damit ihr die Grundfunktion dahinter versteht. So. Und um das so benutzen zu können, seht ihr hier Mix Record, Mix Stream. Das sind die Audiogeräte, die ihr auf der Seite dazufügen könnt. Also hier ist natürlich alles Standardgeräte, Rode und hast nicht gesehen drin. Wichtig für euch ist aber halt Stream und Record. Die beiden werden bei euch dann auch angezeigt als Ausgabe. Und dafür zeige ich euch nochmal, dass wir jetzt den Ton haben. Ja. Stellen wir dann einfach den Ton von der Live-Gamer zum, machen wir mal Stream, weil wir wollen es ja für Stream haben. Und ihr seht, ich habe einen Ausschlag hier. Hier ist aber nichts zu sehen und nichts, also zu sehen schon, aber nichts zu hören. Deswegen, so, den hatte ich hier umgestellt. So. Eigenschaften. So. Mixer. Achso, nee, ist der falsche. Ich habe den hier rausgelöscht. Ich habe den Mixer hier rausgelöscht für euch, weil ich euch das ja zeigen wollte. So, zack. Neues Gerät. Aufnahmegerät ist ja auch wieder wichtig. Ich nenne es einfach mal Mixer 2. Mixer 2. Zack. Und dann kommt da, fragt da, welches wir haben wollen. Und jetzt müsst ihr gucken, hier steht irgendwo Mixer Record und Mixer Stream. Hier, Mixer Record, Mixer Stream. Da. Wir wollen den Mixer Stream hören. So. Und dann haben wir den Mixer 2 hier. Und ihr seht, wir haben einen Ausschlag. Und wenn wir jetzt hier erweiterte Einstellungen machen. Also ihr müsstet halt im Stream-Programm nicht unbedingt halt weitergeben. Ihr könnt den Mixer 2 und dann haben wir das hier. Dann können wir sagen Monitoring und Ausgabe. Und wir haben alles hier wieder, dass wir das hören. Also jetzt natürlich nicht, weil Standardgerät ist ja hier nicht Turtle Beach bei mir jetzt gerade, ist Lautsprecher. Aber wenn ich Turtle Beach wieder Standard mache, dann hören wir hier, würden wir auch einen Ausschlag sehen. Ihr seht das. Alternativ könnt ihr aber auch sagen, den Mixer 2 möchtet ihr nur auf Monitoring. Das heißt, die Zuschauer sehen es, hören es. Ihr könnt dann halt hier separat die Lautstärke einstellen. Ja, seht ihr, das kommt kaum hoch. Ja. Könnt ihr dann separat machen. Ja. Und für euch nehmt ihr dann einfach das. Das ist hier für den. Ihr könnt es natürlich auch hier. Kann ich euch auch mal zeigen, wenn wir das jetzt hier. Ja. Ihr seht ja, wie der Ausschlag ist. Und wenn wir das jetzt hier runter regeln. Ja, da kommt kein Ton mehr. Ja. Ihr könnt natürlich auch die Hauptausgabe, dass alles gleich runtergeregelt wird. Wartet. So. Dann ist praktisch alles das, wo es hingeht. Und ihr könnt so viele Dinger wählen, wie ihr wollt. Wird das runtergeregelt. Ja, wir machen dann einmal Turtle Beach. Realtek. So. Und schon haben wir im Turtle Beach was. Die Zuschauer sowieso und weil wir dir halt an unserem Standardgerät gerade auch wiedergeben, ja, sehen wir das halt bei uns auch. Wir können jetzt aber zum Beispiel Turtle Beach ganz weit runter regeln. Seht ihr? Hat kaum Ausschlag. Für uns machen wir etwas lauter. Ja? Man hört es leiser noch. Warte, ich mache mal ein Stück lauter. Aber der Stream hört es immer noch. Ich kann mal der Turtle Beach genauso laut machen, wie ich jetzt gerade bin. So, seht ihr den Unterschied? Und damit könnt ihr dann halt noch ein bisschen rumexperimentieren. Ihr könnt auch sagen, ihr wollt halt zum Beispiel im Turtle Beach noch
Musik haben oder, also praktisch für eure Zuschauer. Oder ich mach's mal halt so, das ab und wir machen es zum Realtek. Ostdeutsch. So. Das ist auch dann höre ich es jetzt, haben wir jetzt hier. Aber ihr seht, die ist Zuschauer nicht. Schon zusammengepackt? Keine Ausgabe. So, was haben wir? Aber das, ja, Remove brauchen wir nicht. Und so könnt ihr euch das damit auch verwalten. Geboren unter Hammer und Zirkel. So, dann können wir das Video auch wieder ausmachen. Da müsst ihr euch für dieses Programm müsst ihr euch anmelden. Also geht ihr auf die Webseite, die werde ich euch verlinken. Und dann müsst ihr euch anmelden. Also das ist halt momentan funktioniert so mit Anmeldung, kostet nichts, E-Mail-Adresse hinterlegen. Und dann kriegt ihr das. Ist halt, wie gesagt, noch eine Beta. Aber funktioniert wirklich saugeil schon. Und ich muss sagen, ich habe viel über Logitech rumgemeckert, über die Software, weil G-Hub und die ganze Scheiße hat immer alle von vorne bis hinten nur halb funktioniert. Ja, du machst eh eine Kamera, stellst du um, dann stellst du dich, wenn du zwei hast, die andere gleich mit um oder all so eine Schoten. Oder du hast G-Hub, hast eine Logitech-Kamera, hast Logitech-Headset und stellst was im Headset ein, auf einmal verstellt sich die Kamera mit. Ganz kuriose Sachen. Aber bis jetzt, die Software läuft wirklich, ich habe es jetzt schon eine Woche oder so drauf und habe schon einige drum experimentiert und getestet und getan. Funktioniert wirklich sehr gut. Ja? Also müsst ihr euch dann entscheiden, welche Möglichkeit ihr jetzt hier eigentlich haben wollt. Die von Logitech mit Mixer, wo ihr noch andere Sachen einbinden könnt oder vom PC abgreife. So mit, wie ich euch gezeigt habe, mit der Systemsteuerung. Wenn ihr es einfach haben wollt, dann macht das einfach mit Logitech. So, wie machen wir den Mixer? Machen wir mal raus. So. Zack. HDMI Audio an. Warum geht denn jetzt mein Fernseher an? So, wir haben Ton. Oh, das funktioniert. Ja? Also das ist die einfachste Möglichkeit. Natürlich könnt ihr dann halt auch euren Sound, was die Zuschauer, was ihr hört, könnt ihr hier runterregeln. Da wird also mal dann halt Discord mit drin gemacht. Ja? Und hier habt ihr dann halt für die Zuschauer das Game, könnt ihr dann halt so laut machen, wie ihr wollt. Weil ihr seid davon ja nicht betroffen. Ja? Weil das ist ja für euch dann nochmal separat, wird ja an die Zuschauer Monitoring und Ausgabe gemacht. Ja? Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit jetzt ein bisschen helfen. Ist ein bisschen lang geworden, das Video, tut mir leid. Wenn ihr dazu Fragen habt, in die Kommentare posten. Guckt auch mal mein Video, ich werde es euch mal in die Infoboxen verlinken, wie ihr den DNS bei der Fritzbox und bei der PS5 ändern könnt. Das gibt euch auch noch mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit beim Zocken und eine Sicherheit vom Absturz oder so, weil viele haben ja eine schlechte Serververbindung. Das ist dann, sind die Server vom Provider, beziehungsweise hier teilweise manche Firmen in Deutschland, der und nach vielen Rumlesen in Foren, Forenbeiträgen und alles, was sich so um VPN und um DNS ändern und so handelt, habe ich den DNS genommen, der ist auch laut mehrerer Tabellen der beste DNS für Gamer. Es geht da nicht um, dass da irgendwas entfernt wird oder Werbung geblockt wird oder irgendwas dergleichen. Ein bisschen was weniger ist mir aufgefallen, ist es auf manchen Webseiten. Aber mit den Einstellungen habt ihr den besten Server für Gaming. Und ich muss sagen, ich bin in COD, wenn ich es gestartet habe, immer rausgeflogen am Anfang, 5-mal mindestens. Ich bin, also bevor ich das Spiel überhaupt starten konnte, ich gehe bei Zombie rein, rausgeflogen. Gehe wieder rein, rausgeflogen. 5-mal. Und dann war es stabil. Und dann konnte ich auch spielen. Habe ich jetzt alles nicht mehr. Alles weg. Läuft wie ihr flutscht. Ich kann euch nur empfehlen. Das soll es jetzt auch gewesen sein dazu. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, in die Kommentare. Ich werde zu Ava Media auch noch ein paar Videos machen. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi. Sagt euer Odin.